Die Mods sind da. Damit herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Und zwar fassen wir heute zusammen die Mods von gestern und die Mods von heute. Es sind weniger durchgekommen, daher fassen wir das zusammen. Bevor wir jedoch mit dieser Mod-Vorstellung hier starten, möchte ich mich wie immer bedanken bei Walter, Marvin und Hannes für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten wie immer mit dem Update, und zwar ist es nur eines, was gestern und heute herausgekommen ist, und zwar ist das für den Fliegel ASS298 von LS Agra Ole, Downloadgröße 3,88 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Farbwahl hinzugefügt, neue Icons und das Modell wurde überarbeitet. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist das die Unia Gruciac U601, kommt von Heistel Mods und EE, Downloadgröße 2,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das diese Walze hier, die verhält sich im Shop extrem komisch und so auch, wenn man sie gekauft hat. Die dreht sich automatisch um. Daher ist dieser überhaupt nicht zu brauchen, also ich kann sie nicht anhängen. Ich habe versucht, die anzuhängen, von Hand zu drehen und so weiter. Geht leider nicht. Würde ein Gewicht haben von 1,3 Kilo, braucht 15 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,80 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Grundpreis 2500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Palette. Genauso wie die Designfarbe. Die Designfarbe ist das Gestell und die Hauptfarbe ist die Walze an sich. Falls ihr einen Tipp habt, wie das funktionieren könnte, also ihr könnt gleich sehen, ich drehe die mal mit Superkraft um. Und zwar in die richtige Richtung, so wie sie eigentlich stehen müsste. So müsste sie eigentlich stehen, ne? Die dreht sich um, also kann nicht angehängt werden. Also falls ich einen Fehler mache oder ihr einen Tipp habt, wie man dies lösen kann, dann bitte gerne in die Kommentare eintragen, damit ich auch vielleicht bei anderen Fragen dann auch entsprechend helfen kann. Wir haben eine mehr von den vielen, die wir schon haben, und zwar ist das die Ballengabel, kommt von Kyler Modding, Downloadgröße 1,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Gabel mit einem Gewicht von 94 Kilo, kostet 1200 Euro und die Hauptfarbe kann verändert werden aus der Standardpalette. Weiter gibt es hier nichts zu sagen. Ja, da gehen wir gleich weiter zur nächsten Mod. Die nächste neue Mod ist die Querneland Tarub TA753C, kommt von No Name, Downloadgröße 8,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Schwarte mit einem Gewicht von 2,1 Tonnen, braucht 45 PS, hat eine Arbeitsbreite von 7 Metern, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 14.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Mitas und Trelleborg. Die Reifenvarianten spiele ich natürlich nicht durch. Dann kann die Hauptfarbe geändert werden aus der etwas erweiterten Standardpalette und die Felgenfarben ebenso. Wir kommen zur nächsten neuen Mod und die heißt Albut Maxi Paladin Stoll Easy Forks. Kommt von Gnome Atom. Downloadgröße 3,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack, wie gesagt, mit Paletten und Ballengabeln von verschiedenen Herstellern. Zum einen die von Maxi, die Ballengabeln für 900 Euro, die Palettengabel für 2000 Euro und eine andere Palettengabel auch für 2000 Euro. Hier oben kann leider nicht erkannt werden, für welches Gerät dies gedacht ist, auch nicht in dem Kaufmenü drin, sondern man muss hier definitiv auf die Kombinationen klicken, um zu sehen, zu welchem Gerät dieses gedacht ist. Also in diesem Fall hier ein Telelader und die Palettengabel hier ist für die Radlader gedacht. Ebenso wie die Ballengabel, die ist auch für die Telelader gedacht. Also man muss hier bei jeder einzelnen quasi auf die Kombinationen klicken, um herauszufinden, zu welchem was passt. Dann haben wir die Paladin Palettengabel für 800 Euro, die Ballengabel für 600 Euro. Die Palettengabel ist für die Kompaktlader gedacht und die Ballengabel ebenso.
Dann haben wir die Albut-Ballenspieß für 600 Euro und die Palettengabel für 1700 Euro. Die Palettengabel ist für die Frontlader und der Ballenspieß natürlich auch. Und bei den Stoll versteht es sich von selbst. Das sind natürlich der Ballenspieß für 600 Euro und die Palettengabel für 800 Euro. Muss natürlich mit dem Stoll-Frontlader-Werkzeug für die Traktoren verwendet werden. Die nächste neue Mod heißt SMP 3.0, kommt von Serega 56, Downloadgröße 13,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Tank kommt mit einem Ladevolumen von 10.000 Litern, wiegt 1,1 Tonne und kostet 2.500 Euro. Dann kann entschieden werden, ob hier noch ein Reserverad hinzugefügt wird, hier unten. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich den Tank. Und die Felgenfarben, versteht sich so von selbst, ist natürlich die Felge. Dieser Tank kann transportieren Wasser, Milch, Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Das Gartenhauspaket kommt von Flasti94, Downloadgröße 3,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Gartenhäuser sind zu finden im Baumenü unter Container. Sehen so aus, das ist hier das 5000 Liter, dann gibt es ein 3000 und ein 1500 Liter Gartenhaus. Das heißt, hier in diesen Gartenhäusern kann Saatgut gelagert werden oder angekauft werden. Kosten zwischen 850 und 1250 Euro. Sehen so aus, hier gibt es den Kaufträger, kann Saatgut gekauft werden und gelagert werden. Das ist alles, was sie tun, also nichts anderes, nur Saatgut im Gärtchen gelagert. Wir kommen zum polnischen Silage-Silo und zwar kommt das von Kacper. Downloadgröße 0,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Silos, da gibt es drei verschiedene Größen, einmal das kleine Silo, dann das mittlere Silo und natürlich das große Silo, was hier platziert ist. Das sind diese hier. Da kann man einfach, ohne dass da große Wände da sind, kann man hier einfach Silage komprimieren und dann entsprechend Silage gären lassen. Und wir kommen schon zu der letzten Neumod von gestern und heute. Und zwar sind das die Freilandställe. Kommen von CookieCat, Downloadgröße 75,39 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar können wir in den Tiermenüs erkennen, dass es zum Beispiel bei den Kühen vier verschiedene Optionen gibt. Einmal 60, 240, 240 und 145 Stück Kühe. Was auffällt, dass hier so ein Gitter drüber gemalt ist. Das ist sehr praktisch, wenn man dann doch noch irgendeinen Zaun hinbauen möchte, und zwar einfach einen, den man selber dann auswählt. Bei den Pferden gibt es auch diese Freistall- oder Freilaufgehege. Das sind einfach, in diesem Bereich werden sich die Tiere bewegen, na, wo das Gitter ist. Da gibt es einmal die Option für 8 Pferde, für 16 Pferde und für 13 Pferde. Bei den Schweinen gibt es diese Option auch. Da gibt es einmal 98 Schweine, 324 Schweine und einmal 216 Schweine. Bei den Schafen haben wir einmal 50 Schafe zur Auswahl, 195 Schafe zur Auswahl und einmal die 100 Stück zur Auswahl. Bei den Hühnern haben wir auch zwei verschiedene solche Gehege oder Freilaufgehege in dem Sinne. Das eine ist 720 Hühner, also ein Riesenpaket, also da kann man einiges an Hühnern halten, und einmal die 150 Stück. Falls euch dieses Gitter dann stört, nachdem ihr eventuell euren Zaun hingeplatziert habt, einfach hier hingehen, einmal draufklicken und dann verschwindet dieses Gitter. Ist sehr praktisch, wenn man eben, wie gesagt, ein eigenes Gehege drum bauen möchte. Das war es auch schon wieder von den Mods von gestern und heute zusammengenommen. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Lasst mir doch den Daumen da, falls euch diese Videos gefallen. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen und andere Inhalte, die auf diesem Kanal über den LS herauskommen, verpassen. Ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder oder eventuell sogar heute Abend im Livestream wieder von der Oldstream Farm mit dem Oldtimer Traktoren. Heute geht es ja wieder vorwärts. Es ist Frühling, wir können einiges tun. Ich freue mich, wenn ihr vorbeiguckt. Ich bedanke mich fürs Dabeisein hier schon mal. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.